So, einen schönen guten Morgen. Sind ja immerhin noch 10 Leute übrig geblieben. Sehr erfreulich. Geschichte der Mathematik vor der Orient Teil 2 und wenn wir schaffen, vielleicht auch schon ein bisschen antikes Griechenland. Kommt ein bisschen drauf an, wie flott das so vorangeht. Vor der Orient Ägypten, da schauen wir uns ein bisschen was an zu den Zahlzeichensystemen. Ähnlich wie eben auch bei den Mesopotamiern letzte Woche und dann zur Arithmetik. Also wir haben die so multipliziert, wir haben die mit Brüchen gerechnet. Dann ein bisschen was zur Geometrie. Was haben die da so gekonnt? Gilt ja manchmal auch als Wiege der Geometrie Ägypten. Und dann gibt es noch so ein bisschen Algebra. Da gibt es eigentlich zwei Sachen, so Verhältnisgleichungen, PSW-Gleichungen heißen die auch. Und die sogenannte Hau-Rechnung. Das hat jetzt nichts mit Schlägen zu tun, sondern manchmal heißt das auch Aha-Rechnung und das ist so eine Art Haufen. Das ist so Rechte mit Unbekannten, sowas Ähnliches wie Algebra. Ja, und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen antikes Griechenland, aber da nur Überblick und ganz kurz was zum Zahlzeichensystem. Mehr geht sich sicher nicht mehr aus. Ja, Vorderer Orient Ägypten. Dort haben wir eine vergleichsweise magere Quellenlage, was mathematische Texte angeht. Jetzt können Sie sagen, ach, da sind doch diese ganzen Pharaonengräber ausgebuddelt worden. Ja, aber jetzt hat man denen als Grabbeigaben nicht unbedingt mathematische Texte da reingelegt, so en masse. Und weil die leider die Eigenschaften hatten, auf Papyrus zu schreiben und weil man auch eigentlich dort, wo jetzt noch Leute wohnen, ja auch nicht Grabungen machen kann, hat man relativ wenig Artefakte aus der Alltagskultur. Also sie haben halt diese Pharaonengräber und so, die so ein bisschen abseits in der Wüste waren, da können sie buddeln. Aber sie, am Nil haben sie so ungefähr 15 Kilometer auf beiden Seiten fruchtbares Land. Und da ist halt eine Stadt immer wieder über die nächste gebaut worden. Und da können sie jetzt auch nicht so ohne weiteres Grabungen machen. Also selbst wenn da was wäre, wäre es unwahrscheinlich, dass man das ausbuddeln kann noch zusätzlich, weil feucht und auf Papyrus geschrieben und nicht auf Tonscheiben. Also hat man diese 15 Papyri, eine Lederrolle und eine Holztafel, wo im engeren Sinne mathematische Texte drauf sind. Und im Wesentlichen fallen die in zwei Gruppen. Auf das mittlere Königreich steht da so 2055 bis 1650 vor Christus. Oder auf die griechisch-römische Zeit. Das ist das, was Sie aus den Asterix-Comics kennen. Ne? Also hier Kleopatra und so weiter. Gut, und interessanter sind allerdings die aus dem mittleren Königreich, weil bei dem griechisch-römischen Zeit ist natürlich klar, da waren dann auch die Ägypter schon mit den Griechen und mit den Mesopotamiern in Kontakt getreten. Das ist ja dann nicht mehr deren ganz ureigene Mathematik, die man aus der Zeit da hat. Wir gucken uns quasi nur Sachen aus diesem mittleren Königreich ein. Und da ist es auch wieder ähnlich wie in Mesopotamien. Die sind halt im Wesentlichen aus, das sind so Lehrtexte für angehende Schreiber. Und da gibt es einerseits Probleme, also Aufgabenstellungen, und andererseits gibt es Tabellen, die einen unterstützen sollen beim Rechnen, weil wir halt sehen werden wieder, ja, das Zahlzeichensystem hat auch so seine Tücken, was die benutzt haben. Und es gibt sowas Ähnliches wie algebraische Probleme, also wo die ja so fragen, ein Haufen hat die Größe so und so plus sein Siebtel genommen, was ist dann der Haufen? Also das sind so quasi algebraische Probleme. Und natürlich ist, oder was heißt natürlich auch für diese Periode, gibt es keine Zuordnung der Erkenntnisse zu einzelnen Personen. Es gibt bei diesem ganz berühmten Papyrus Rind, gibt es dann diesen Ahmed, der das angeblich geschrieben hat, aber der hat es dann auch nicht erfunden, was da drauf steht. So, grobe Zeittafel, vor- und frühdynastische Zeit, schon ab so 5300 vor Christus. Da gibt es die allerersten nachgewiesenen Zahlzeichenverwendung in dieser Grabanlage bei Abydos. Dann gibt es das Alte Reich. Die Reiche, es gibt immer Reiche und dann Zwischenzeiten. Reich heißt halt immer, dass Ägypten unter einem Pharao geeint. Und dazwischen sind dann immer Phasen, wo sich mehrere Herrscherfamilien quasi kloppen. Deswegen geht jetzt wissenschaftlich oder so oder kulturell und so, geht in der Regel eher was weiter, wenn Ruhe herrscht, also zu diesen Königreichen. So kulturelle Blütezeit sehen Sie, da dürfte der Schreiberstand entstanden sein, der halt bei der Verwaltung unterstützt. Das sind halt Leute, die lesen, schreiben und rechnen können. Man sagt so, irgendwo habe ich Zahlen gelesen, man geht davon aus, das waren vielleicht 1 bis 5% der Bevölkerung, die so lesen und schreiben konnten.
war dann ziemlich wichtig. Und dann gibt es das Mittlere Reich, das ist ja auch schon so ein bisschen blau hervorgehoben. Das ist halt die Hauptquelle altägyptischer Mathematik, die wir so gefunden haben. Oder wir, ne? Also die irgendwer da ausgebuddelt hat. Texte aus der mathematischen Ausbildung angehender Schreiber, vor allem Probleme und Tabellen. Und die bekannteste und umfangreichste Einzelquelle, der Papyrus Rind. Der heißt nicht so, weil da Kühe drauf sind, sondern weil der Mensch, der den da erworben hat in Luxor 1858, das ist ein schottischer Anwalt und Antiquar namens Alexandra Henry Rind. So, der hat das da gekauft. So, ja, schauen wir aber mal vorher noch in die ganz ältesten Zahlzeichen. Hier haben Sie die ganz alten Zahlzeichen, das Grab UJ. Das ist in der El-Quab-Nekropole, wird so datiert, da liegen so die Herrscher der Frühzeit von 3900 bis 2700. Dürfte eine der frühesten Bestattungsorte Oberägyptens sein, 650 Einzelgräber. Und der ist schon 1885 entdeckt und 1899 ausgegraben worden. Aber jetzt diese Zahlentafel, die sind tatsächlich erst, oder diese Täfelchen, die sind irgendwie aus Knochen, die sind erst ausgegraben worden, so in den 1980ern vom Deutschen Archäologischen Institut. Was man da sehen kann, also es sind jetzt leider, habe ich nicht von allen, die rechts abgebildet sind, dann auch ein Foto, aber man sieht vielleicht, dass zwei, drei von diesen, die da abgebildet sind, sich auch links auf dem Foto befinden. Man geht davon aus, dass die Hochkanten vermutlich einer darstellen, diese Kerben oder was das sein soll in den oberen beiden, und die querliegenden vermutlich Zehner und das Seil könnte dann ein Hunderter sein. Allerdings gibt es auch manchmal Tafeln, auf denen mehr als 10 Striche sind, was wieder dagegen spricht, dass das dezimal geordnet ist. Man findet dann allerdings schon auch in dieser Grabstätte andere Tafeln, wo dann schon diese üblichen hieroglyphischen Zahlzeichen drauf sind. Oben sehen Sie diese Täfelchen wieder. Das wären genau solche Knochentafeln wie auf der vorderen Seite. Und unten sehen Sie jetzt, was die hieroglyphischen Zahlzeichen sind. 1, 10, 100, 1 Strich, dann dieser Bogen, der so ein bisschen aussieht wie ein Tor. Und dann wieder dieses Seil soll das wahrscheinlich sein. Dann eine Lotusblume. Was das für 10.000 ist, weiß ich nicht. Für 100.000 Vogel und dann für 1 Million oder was ist das? Ja, so ein sitzender Pharao. Jetzt ist das schon eher eine Schmuckschrift. Also die hat man halt benutzt, wenn man so Inschriften auf Stein und so Täfelchen gemacht hat. Wenn die auf Papyrus geschrieben haben, haben die da nicht immer Hieroglyphen drauf gemalt. Da gibt es so eine vereinfachte Kursivschrift, Schreibschrift, Hieratisch heißt die. Da sehen wir aber nachher noch Beispiele von. Die stammt aber ein bisschen davon ab. Also die ist da so angelehnt, aber vereinfacht das etwas. Ja, und was man wieder feststellt, was ist eigentlich ähnlich wie diese protokeilschriftlichen Zahlzeichen, die wir letztes Mal hatten. Man wiederholt immer die Zeichen bis zu einer bestimmten Grenze. Also jetzt 9-mal wird man so einen Strich malen und dann tauscht man das aus gegen das nächste Zeichen und dann tauscht man das wieder aus gegen das nächste Zeichen. In dem Fall ist es auch immer dezimal unterteilt, also wirklich schön 1, 10, 100, 1000. Aber es ist eben kein Positionssystem. Ein Positionssystem würde heißen, ich suche mir nur eine Handvoll Zeichen aus, meinetwegen 2, wie die das da bei der Keilschrift gemacht hatten oder wie wir es machen mit 10 verschiedenen Ziffern und dann wiederhole ich die immer an einem anderen Stellenwert und von der Stelle hängt dann ab, welchen Wert das Zeichen hat. Das ist hier nicht, das ist quasi egal. Die fangen dann auch an und malen die Bögen so ein bisschen übereinander, sieht man ja da oben, weil man das dann leichter simultan wahrnehmen kann, wie viele das sind. Ne? Wenn ich die alle so nebeneinander male, ist das immer relativ schwer zu sehen, wie viele das eigentlich sind. Hat wieder dieselben Vor- und Nachteile, die diese Protokeilschrift hat, relativ gut geeignet zum Addieren und Subtrahieren. Ne? Weil wenn einer zu viel ist, tausche ich den um und so weiter. Das geht ganz gut mit den Zahlen. Aber zum Multiplizieren wieder etwas lästig, die Zahlen. Aber die haben tatsächlich dann kein Positionssystem entwickelt. Das Hieratische ist auch nur, dass halt die Zeichen einfacher werden. Aber es bleibt in der Logik, dass man quasi für jede Dezimalstelle dann neue Zeichen braucht. Ist aber bei den Griechen dann nachher auch nicht so sehr viel anders. So, das ist der Papyrus Rind. Die sind halt relativ breit.
das muss man sich halt als so Schriftrollen vorstellen, ne? Die so abgerollt worden sind. Das heißt, die sind so 30 Zentimeter hoch, aber etwas über 2 Meter oder 2,5 Meter lang. Und da steht halt wirklich sehr dicht was drauf. Aber hier ist jetzt mal etwas rangezoomt. Es wird nachher noch stärker rangezoomt. In dem Video lasse ich den dann so ganz langsam vorbei scrollen für den besonderen Effekt. Da sehen Sie, das ist schon ganz schön dicht beschrieben. Da sind so, ich glaube, habe ich es mir aufgeschrieben, ich hoffe, na, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube so 70, an die 70 mathematische Probleme und Tabellen enthalten. Muss man sich jetzt vorstellen, man hat 2 Stück von denen hier noch mal ein bisschen zur Seite gescrollt. Und was man auch sieht, dass da rot und schwarz ist, das ist sogar gezielt eingesetzt. Also so der Vorläufer der didaktischen Kreide, die haben da gewisse Sachen in Rot hervorgehoben. Das ist jetzt nicht nur, weil es dann schöner ausschaut. Gut, wie haben die gerechnet? So haben die gerechnet, zum Beispiel 7 mal 2801, ich sage das noch kurz, so ist das gelaufen. Müssen Sie jetzt mal scharf hinsehen, was ist da passiert? 1, 2, 4, 7 und hinten das addiert. Was könnte da die Logik sein? Einige kennen das vielleicht auch, weil ich das, glaube ich, schon mal in einer anderen Lehrveranstaltung gezeigt habe, andere nicht. Deswegen gibt es jetzt erstmal wieder die Übung. Bei der Übung ist das diesmal so, dass es 2 Seiten gibt, eine Vorder- und eine Rückseite. Sie fangen erstmal mit der Vorderseite an, die Rückseite ist für später. Ägyptische Arithmetik, wie wird gerechnet? 14 mal 35. Sie dürfen mir das jetzt diktieren. Ich schreibe mir mal eben die Aufgaben ab. Okay, 14 mal 35. So, also es geht immer so los, ne? 1, 35. Gut, und jetzt muss ich was gucken, ne? Jetzt, was war hier vorne in der Spalte? 14 muss ich erzeugen. Okay, 2 und 8 ist 10 und 4 ist 14, also die hier. Und die müssen dann unten zusammengezählt werden. 70 plus 140 ist 210, plus 280 490. So, 490 ist 14 mal die Geschichte. Gut, ja, irgendwas anderes noch besonders interessant. Ja, machen wir 12 mal 12 nochmal. Achso, interessant, das habe ich dumm gemacht. Ich hätte ja einmal 45 mal 13 schreiben sollen. Ne? Warum ist das cleverer, wenn man die kleine Zahl vorne hat? Hat weniger Additionen dann einfach. Gut, dann können wir vielleicht auch gleich überlegen, was hier die Erklärung für ist. 12 mal 12 können wir ja vielleicht trotzdem eben noch hinschreiben. 1, 12, 2, 24, 4, 48, 8, 96. Müsste reichen, ne? 8 plus 4 ist 12, 48 plus 96, 4 in einem Sinn, 144. Gut, wieso funktioniert das immer für jede 2 Zahlen? Wie kann man das versuchen zu erklären, dass das tatsächlich ein allgemeines Verfahren ist? Ich schreibe Ihnen mal die erste Spalte etwas anders hin. Und jetzt schreibe ich die noch ein bisschen anders hin. Und jetzt schreibe ich Ihnen diese Spalte hier auch noch ein bisschen anders hin. Also immer da, wo Striche ist, ist 1, immer da, wo kein Strich ist, ist 0. 1, 1, 0, unten, 0, 0, unten Zweiersystem. Weil ich behaupte, das liegt daran, dass der erste Faktor wird quasi im Binärsystem dargestellt, als Summe von Zweierpotenzen. Ne? Wenn ich die hier anders hinschreiben würde, könnte ich ja hier schreiben 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Und wenn da ein Strich ist, heißt, ich nehme es dazu, also 1. Und wenn da kein Strich ist, heißt, ich nehme es nicht dazu, also 0. Und deswegen funktioniert das immer. Ich kann jede natürliche Zahl als Summe von Zweierpotenzen schreiben. Das ist einfach die Darstellung der Zahl im Binärsystem. Deswegen funktioniert das. Und im Grunde genommen rechnen wir auch nicht so viel anders. Wir nehmen halt nur Zehnerzerlegungen normalerweise. Ne? So, gut. Aber die setzen eben die ganze Multiplikation aus Additionen und aus dem Verdoppeln zusammen. Wobei man dann auch sagen muss, das wird aber jetzt auch auf der Folie stehen,
So, schauen wir mal rüber. Die Vision dauert noch einen Moment. So. Es gibt manchmal auch die Verzehnfachung als abkürzenden Schritt. Sieht man da unten, 20 mal 75, 1, 10, 750 und dann davon das Doppelte. Und es gibt sogar auch noch für die Aufgabe zum Beispiel, jetzt muss mein Spickzettel rausholen, 16 mal 16 gibt es auch noch das Halbieren. Die hätte ich vielleicht dazu geben sollen, 16 mal 16, die können wir vielleicht noch mal so rechnen. 16 mal 16, 1 mal 16 ist 16, 10 mal 16 ist 160 und jetzt 5 mal 16 ist 80 und dann 1, 10, 5 addieren. Und das funktioniert auch, auch wenn da 10er und 5er noch drinstehen, weil das sind einfach summative Zerlegungen der Zahlen immer, die vorne stehen. Das ist im Grunde genommen, können Sie auch sagen, das funktioniert, weil es das Distributivgesetz gilt. Sie haben vorne eine Zahl stehen, die zerlegen Sie in drei Teile, A1 plus A2 plus A3. Und es gilt eben A mal B ist dasselbe wie A1 plus A2 plus A3 mal B. Und das können Sie eben auch ausrechnen, indem Sie rechnen A1 mal B plus A2 mal B plus A3 mal B. Und genau das machen Sie hier oben. Ne? Das A1 ist die 1, das A2 ist die 10, das A3 ist die 5 und Sie rechnen eben nicht direkt 16 mal 16, sondern Sie rechnen 1 mal 16 plus 10 mal 16 plus 5 mal 16. Deswegen geht das immer, weil das Distributivgesetz gilt, kann man das machen. Gut, jetzt geht es an die Division, da wird es ein bisschen anders, das haben Sie ja wahrscheinlich schon gemerkt. Erstes Beispiel, wo es noch relativ leicht geht, wenn Sie komplett ganzzahlige Ergebnisse haben, haben Sie eigentlich nie Probleme. Hier so Volksschulbeispiele, wo immer einer geguckt hat, dass das auch glatt aufgeht. 1120 geteilt durch 80. Was macht man? Sie addieren jetzt so oft die 80, bis Sie 1120 haben und Sie zählen, wie oft Sie die addieren mussten. So funktioniert die Division. 10 mal die 80 nehmen sind schon mal 800, noch 2 mal die 80 nehmen sind 160, noch 4 mal die 80 nehmen sind 320. Und jetzt muss man nicht in der vorderen Spalte gucken, wo man zusammenzählt, sondern guckt in der hinteren Spalte. 320 plus 800 ist 1120. Aha, das heißt, ich musste 10 mal 80 plus 4 mal 80 nehmen. Also ist das 14, das Ergebnis von der Division. So, jetzt geht das noch weiter. Das ist dann die Aufgabe, mit der Sie sich beschäftigt haben. Ein Achtel, 19 geteilt durch 8. Dieses Verfahren, wo man jetzt weiter halbiert, noch unter die 1 runter, also auch halbe und Viertel und Achte benutzt, funktioniert dann, wenn das Ergebnis darstellbar ist als a plus irgendwas durch eine Zweierpotenz. Wenn Sie jetzt irgendwas haben, das ist ein Siebzehntel, treffen Sie das natürlich nie genau. Sie treffen die Sechzehntel, dann treffen Sie wieder die 32, die 64. Das heißt, Sie könnten damit beliebig nah an irgendwie Ergebnisse rankommen. Aber wenn Sie wirklich nur die Zweierpotenzen, also nur das Halbieren, zulassen würden, würden Sie halt nicht alle Ergebnisse erwischen. Und deswegen kam dann auch gleich die Frage auf Ihrem Übungszettel. Da müssen Sie mir, ich glaube, 39 geteilt durch 27, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Da sind natürlich die Zahlen jetzt auch wieder so gewählt, dass das Gott sei Dank glatt aufgeht, aber nicht mit Halbieren. Ja, einmal 27 ist schon mal 27, zweimal 27 brauchen wir, glaube ich, eher nicht. Da sind wir schon über 39. Einhalb mal 27 ist nicht so clever, weil da kommt hinten eine ungerade Zahl, also eine Kommazahl schon raus. Und Sie werden dann auch merken, dass Sie es nie schaffen mit diesen Halben und Vierteln und so weiter irgendwie die 39 da zusammenzusetzen. Das ist ein Problem. So, was ist die naheliegende Idee? Ja, Dritteln, ne? Dritteln wir, weil das geht schön glatt auf. So, und dann haben die das nicht als ein Drittel geschrieben, sondern immer 3 mit so einem Strich drüber für der Reziprokwert von 3. Es gibt ausnahmsweise, gibt es auch das hier, 3, 2 Strich, das ist dann 2 Drittel. Aber sonst gibt es eigentlich nur die Reziproken mit so einem Strich oben drüber. So, 3, dann haben wir hier 9, sind wir schon bei 36, okay, dann nehmen wir vielleicht auch noch ein Neuntel, ne? Weil dann haben wir hier 3,
3 plus 9 ist 12 plus 27 ist 39. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, wir müssen tatsächlich alle Zeilen addieren. Und das Ergebnis ist dann 1, 3, 9. Das ergibt die 39. So, also man hat quasi, wenn man das hier anders hinschreibt, 1 plus 1 Drittel plus 1 Neuntel. So könnte man jetzt auch noch ausrechnen. 1 plus 3 Neuntel plus 1 Neuntel ist also 1 plus 4 Neuntel. Das ist so ungefähr 1,44. So. Das stimmt auch, könnte man mit dem Taschenrechner nachprüfen, das haut hin. So konnte man sich da behelfen. Und tatsächlich haben die ausschließlich solche Brüche geschrieben. Und das wirkt auf den ersten Blick so etwas kontraintuitiv. Ne? Warum? Aber die haben halt, also da sagen die immer, die haben nur Stammbrüche zugelassen. Wenn man genauer ist, muss man sagen, deren Bruchschreibweise hat gar keine Zähler. Also das ist noch ein bisschen was anderes, als zu sagen, Sie haben quasi nur Stammbrüche zugelassen. Ich zeige Ihnen aber jetzt gleich, sehr schön nach diesem Buch Count Like an Egyptian, dass das eigentlich relativ natürlich ist, wie man auf diese einzelnen Stammbruchdarstellungen kommt. Fangen wir mal an. Also dieser Herr Reimer, der das Buch geschrieben hat, der erzählt das so. Also da ist ein Schreiber und die wesentliche Aufgabe der Schreiber ist unter anderem, den Lohn zu verteilen an die Arbeiter. So, jetzt haben Sie da 7 Arbeiter, die kommen und heute ist der Tageslohn 1 Laib Brot. So, dann wird das geschnitten, kriegt offensichtlich jeder hoffentlich, wenn es fair abläuft, 1/7 von dem Brot, beziehungsweise in ägyptischer Schreibweise 7 mit so einem Dach oben drüber. So, am nächsten Tag waren sie fleißiger, 4 Scheiben Brot. Wie machen wir das da? Naja, erstmal halbieren wir die Brote, weil wir brauchen ja 7 Stücke. Jetzt halbieren wir die Brote, dann haben wir 8 Stücke. Wenn wir 8 Stücke haben, können wir schon mal jedem 1 geben. Jetzt hat schon mal jeder gleich viel. Und jetzt müssen wir noch gucken, was ist mit dem Rest? Naja, den teilen wir halt wieder durch 7. So, und weil das aber schon ein halbes Brot war und wenn wir das nochmal wieder durch 7 teilen, sind das 1/4. Also 4 geteilt durch 7 ist 1/2, 1/4. Gut, gucken wir mal weiter. So, jetzt 3 Brote an 16 Arbeiter verteilen. So, 3 Brote, 16 Stück, 16 geht nicht so gut, 18 geht ganz gut. Ja? Also jedes Brot in 6 Scheiben schneiden und davon schon mal 16 verteilen, bleiben 2 Scheiben über. 2 Scheiben, jetzt können wir wieder überlegen, 16, das heißt, wir müssen die achteln. Das waren 1/6, also sind das 1/48. So eine Scheibe war 1/6 von einem Brot, 8 Scheiben schneide ich da draus, also haben wir 1/48, 1/6, 1/48. So, das sieht gut aus, es klappt aber nicht immer in 2 Schritten. So, gucken wir mal, 4 geteilt durch 5, 4 Brote an 5 Arbeiter. Ja, okay, 4 Brote kann man halt nur in 4 oder dann als nächstes direkt in 8 schneiden. 6 geht nicht so ohne weiteres. Machen wir das mal. Also kriegt schon mal jeder Arbeiter wieder ein halbes Brot. So, jetzt nehmen wir uns dann die übrigen 1/2 Brote und machen da mal 6 Teile draus, also machen wir 1/4. Da kann auch noch jeder 1 kriegen von den Vierteln. Und jetzt haben wir aber immer noch einen Rest, so ein letztes 1/4 Brot. Das müssen wir jetzt noch durch 5 teilen. Also hat man als letztes noch ein 1/20. Also 2/4/20. So. Also 1/2, 1/4, 1/20 ist 4 geteilt durch 5. Jetzt kommt noch hinzu, dass das keine eindeutige Zahldarstellung ist. Wir könnten das mit den 4 Broten nämlich auch so machen. Wir nehmen zwar auch wieder diese 8 Stücke am Anfang, aber wir schneiden das letzte Brot gar nicht ganz durch. Sondern wir nehmen jetzt diese 1/2 Brote und ein Brot davon schneiden wir in 5 Stücke. Das kriegt schon mal jeder. Und das andere halbe Brot schneiden wir auch wieder in 5 Stücke, also 1/10. So, und jetzt sehen Sie, 1/2, 1/5, 1/10 ist genau dasselbe wie 2. Oh, da fehlt übrigens was. Da fehlt oben Strich über der 2, über der ersten 2, hier ganz links.
Das muss natürlich 1,5, 4, 20 heißen. Das wäre ein bisschen merkwürdig. 4 Brote an 5 und jeder kriegt 2. Das funktioniert nur, wenn Jesus gerade vorbeigekommen ist, sonst wird das insgesamt ein bisschen eng. Okay, aber Sie sehen, dass es eigentlich so dieses Teilen ist eine ganz nette Sache. Kann man sich ganz gut überlegen, wie man da auf die Bruchteile dann kommt. Gucken wir mal, wie man mit Brüchen rechnet. Einen Vorteil hat nämlich dieses Bruchsystem auch, das geht auch wieder ganz gut mit Halbieren und Verdoppeln. Wenn wir zum Beispiel 12, 5, 30 haben und wollen da jetzt die Hälfte von nehmen, dann überlegen wir uns, okay, alles, wo kein Dach drüber ist, da müssen wir die Hälfte von nehmen. Und alles, wo so ein Dach drüber ist, das muss man einfach verdoppeln. Weil das sind ja Fünftel und wenn ich die Hälfte von einem Fünftel haben will, muss ich ein Zehntel nehmen. Die Hälfte von einem Dreißigstel haben will, so, das geht also ganz gut. Das ist also 6, 10, 60. Oder was ist die Hälfte von 17, 6, 27? Das sieht jetzt erstmal blöd aus, weil da, na, eigentlich nicht, ne? Geht auch. 17 durch 2 ist 16 und dann bleibt noch ein halbes übrig. Die 12 wieder verdoppelt und die 27 wieder verdoppelt. So, was ist das Doppelte von 6, 8? Jetzt machen wir mal das Doppelte. Ah, das Doppelte, da müssen wir halbieren. Also ist das 3, 4. So, und jetzt auch nochmal, was ist 5 mal 7 Zwölftel? Ja, da können wir jetzt einfach wieder, weil es nicht mal 4 oder mal 2 ist, unsere alte Methode mit dem hintereinander verdoppeln und dann addieren benutzen. Und das ist das hier wieder. Wir nehmen erstmal 1 mal 7 Zwölftel, dann nehmen wir 2 mal 7 Zwölftel, dann nehmen wir 4 mal 7 Zwölftel und dann gucken wir, was wir davon brauchen können und addieren das aufeinander. Es gibt aber Grenzen. Also das ist noch keine Grenze, nur mal um zu sehen, dass das relativ leistungsfähig ist. Sogar hier 3 1/4 mal 6/14 ist noch relativ gut zu rechnen. Ich muss das nur eben abschreiben. So, jetzt kommen wir schon so in das Territorium, wo Schüler langsam Angst kriegen vor der Bruchrechnung. So, also jetzt mache ich das hier wieder so. 1 mal 6/14. So, also 3 will ich haben, da muss ich wohl 2 auch noch nehmen. Das geht jetzt leicht. 12, 7, habe ich ja gesagt, vorne verdoppeln und hinten halbieren. Und das reicht dann schon. Okay, jetzt brauche ich noch die halben. Halbe, da ist hinten halbieren und ist vorne halbieren und hinten verdoppeln. Und dasselbe nochmal auf die 4. Ist wieder vorne halbieren. Ist jetzt bis ist 1 und 0,5, denken Sie, aber ich schreibe direkt die 2 mit dem Dach drüber hin für 1,5. Und 28 soll ich die Hälfte von nehmen, ist natürlich 54, oder? Nicht, 56, Entschuldigung. Oi, oi, oi. So, gut, dass wir den Herrn Scheiber da haben. So, jetzt müssen wir wieder abzählen. Wir brauchen die 1, die 2 und das Viertel. Also haben wir 1, 13, 19 und 2 und 6, 7 und 56. Von der 1 haben wir auch noch die 14. 14. Sehr gut, Sie haben aufgepasst. So, jetzt könnte man noch umrechnen. Was man hier übrigens schon sieht, was bei dem Zahlsystem auch gar nicht blöd ist, im Grunde genommen, wenn Sie gucken wollen, wie groß ist so eine Zahl, sind natürlich nur die vorderen relevant. Ist so ähnlich wie beim Dezimalsystem, ne? Also die 56stel, die machen da den Kohl schon gar nicht mehr fett. Und wichtig ist, dass man weiß, dass es 19,5 und dann noch ein Siebtel und alles, was danach kommt, ist eigentlich schon egal. Also Sie haben da einen relativ leichten Größenvergleich bei diesen Zahlen, verglichen mit jetzt so gemeinen Brüchen, wo Sie alle möglichen Nenner und alle möglichen Zähler haben und das gar nicht so leicht sehen, wie groß so eine Zahl ist. Gut, so, haben wir richtig gerechnet, puh, Schwein gehabt. Jetzt geht's weiter, was ist das Doppelte von 5? Ja, okay, so, na, das ist natürlich nicht erlaubt, ne? Also das können wir jetzt nicht machen. Da merkt man schon, bei den ungeraden Zahlen stößt man mit diesem verdoppelt halbieren dann irgendwann an Grenzen. Jetzt könnten wir das aber natürlich wieder so lösen, dass wir sagen, wir sagen gar nicht, was ist das Doppelte von 5 Dach, also von 1/5, also nicht, was ist 2 mal 1/5, sondern was ist 2 geteilt durch 5.
Das ist ja dasselbe. Ne? 2 mal 1/5 oder 2 geteilt durch 5. Und dann würde ich wieder sagen, naja, muss halt Brot schneiden. Ne? So, geht also wieder so mit diesem Brotschneider-Algorithmus. Wir malen uns 2 Brote hin. Wir überlegen uns, 5 geht nicht, aber 6 geht ganz gut. Also ist das schon mal ein Drittel. Das soll ich ja so schreiben. Und dann das letzte Drittel wird noch wieder gefünftelt, also 3/15. Ein Drittel, 1/15 geht also auch. Aber weil das dann ja doch lästig ist, insbesondere wenn die Zahlen größer wird, jetzt 2 geteilt durch 101, 2 Brote an 101 Leute verteilen, das wollen wir vielleicht nicht mehr anpinseln. Ne? Das wird vielleicht etwas blöd. Hat man sich dann schon auch so Multiplikationstafeln notiert? Hier sehen Sie eine, das ist jetzt, die Multiplikationstafel ist jetzt ausnahmsweise nicht aus dem Papyrus Rind, sondern aus dem Lahun-Fragment. Liegt auch irgendwo in England, hat auch ein Engländer ausgebuddelt. Das gibt es jetzt gleich auch noch etwas größer, aber dafür dann leider in Schwarz-Weiß. Was man hier wissen muss, das ist diese hieratische Schrift. Und was man beim Hieratischen wissen muss, im Unterschied zu den Hieroglyphen wird das von rechts nach links geschrieben. Deswegen sieht die Transkription quasi aus, als hätten Sie da so einen Spiegel gegengehalten. Das liest sich genau andersrum von der Reihenfolge. So, wie ist das jetzt zu verstehen? Ja, da ist ausgerechnet, was 2 geteilt durch 3, 2 geteilt durch 5, 2 geteilt durch 7, 2 geteilt durch 9 und so weiter ist. Können wir vielleicht auch mal für 2 Zeilen oder 3 Zeilen gucken, wie da jetzt genau diese Zahlen zustande kommen. Ich muss vielleicht eine Zeile wieder abschreiben. Nehmen wir mal die 5er, ich nehme mal die 2er-Zeile und die 5er-Zeile. Schreibe die gerade ab. So, das ist jetzt wieder die virtuelle Tafelwischpause. So, gut, schauen wir mal. Wie erklärt sich das? Jetzt muss ich das hier wieder etwas rüberschieben. Die zweite Zeile weiß ich. Okay, die zweite Zeile weiß ich. Die zweite Zeile geht so. Ein Drittel mal 5 ist gleich 1/2. 1/2. 1/2. Also ein Drittel von 5 ist 1/2. Und dann überlegen wir uns gleich, da oben, ob wir da oben auch noch rausfinden, was das ist. So. Und dann das nächste ist, 1/15 von 5 ist 1/3. 1/15 von 5 gleich 1/3. So, und jetzt haben wir hier 1/2 plus 1/3 ist zusammen 2. So, okay, dann ist also 2 geteilt durch 5, ja, genau die Summe von dem, was vorne steht, 1/3 plus 1/15. Und das kommt auch hin, das haben wir nämlich vorhin schon ausgerechnet. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das in der ersten Zeile auch hinkriegen. So, mal sehen, dass ich nichts falsch abgeschrieben habe. 3, 2. Ich bin ja blöd. Ich habe doch vorhin gesagt, jetzt sehen Sie, das Aha-Erlebnis kommt. Was habe ich vorhin gesagt, was das für eine Tabelle ist? Die 2 geteilt durch N-Tabelle. Was steht dann in der ersten Zeile? 2 geteilt durch 3. In der zweiten Zeile steht 2 geteilt durch 5. Und in der dritten Zeile steht dann 2 geteilt durch 7. So, aber dann stimmt das auch alles, weil 2 geteilt durch 3 ist 2/3. Also da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Wir können noch mal gerade den Anfang gucken. Bei der nächsten Zeile dann 7. Da haben sie 2 geteilt durch 7. 1/4 ist 1/2. Das kommt ganz gut hin. Und dann geht das weiter mit 1/28. 1/28 mal 7 ist 1/4. Aha, also haben sie wieder 1/4 plus 1/28 ist 2 geteilt durch 7. Und so geht das immer weiter. Ja, das kann ich ja dann im Video so hinschneiden, als hätte ich mich nicht heillos verrechnet in der ersten Zeile. Oder ich lasse es drin für den extra authentischen Effekt. So, okay. Also so hat das funktioniert. Und das geht jetzt immer so weiter. Man sieht schon, das ist aber dann doch
irgendwie dann lässt sich, wie lang die werden. Die Papyrus Rit sieht ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen ähnlich. So, ägyptisches Zahlzeichensystem haben wir jetzt auch genug gemacht. Machen wir mal ein Fazit und dann machen wir auch die Pause. Es war noch, ja doch, Pausezeit, oder? Dezimales Zahlzeichensystem haben wir, aber kein Positionssystem im engeren Sinne. Also nicht an der Position entscheidet sich der Wert des Zeichens. Wenn bei uns die 1 bei der 100, 1 vorne steht, ist die halt 100 wert und die 1, die hinten steht, ist nur 1 wert. Sowas gibt es nicht. Verdoppeln und verzehnfachen und manchmal auch halbieren sind die dominanten Operationen. Man hat halt, war halt faul und wollte sich nicht das Ganze einmal eins merken und hat sich vor allem Verdopplungs- und Halbierungsreihen gemerkt. Und Brüche sind eigentlich nicht vorhanden, außer zwei Drittel, sonst nur generell als Summe von Stammbrüchen geschrieben, wobei man eigentlich sagen müsste, Summe von Reziproken. Lange Zeit haben die Mathematikhistoriker das so ein bisschen verächtlich angesehen, was die Ägypter gemacht haben. So gesagt, so, oh, das war aber doch bei den Babyloniern deutlich besser. Die hatten schon Positionssystem und die haben schon Gleichungen dritten Grades gelöst und so. Da sagt jetzt die Frau Imhausen, die da so die größte ägyptische Mathematikexpertin ist, sagt, ja, das ist auch so ein bisschen unfair, weil man eben, also einerseits vergleicht man sehr unterschiedliche Befundlagen, also man weiß viel mehr über Mesopotamien, weil man da viel mehr Sachen hat. Und andererseits kann man sagen, naja, den Mathematikhistorikern gefällt das Babylonische einfach besser, weil das ähnlicher ist zu dem, wie wir es jetzt machen. So, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das für die Menschen damals ein Nachteil war, nur weil die das anders gemacht haben. Aber es ist uns, für uns viel ungewohnter und dann schwerer, in unsere Mathematik zu übersetzen und dann wird das gleich so ein bisschen gering geschätzt. Und so seit den 90er Jahren gibt es da so eine Bewegung, die Sachen so ein bisschen anders zu bewerten. Okay, vielleicht mache ich eine Folie noch vorab. Was erwartet uns jetzt in der Geometrie? Also erstmal, die Griechen haben fette Props an die Ägypter gegeben für die Geometrie. Also haben gesagt, ah, das ist da entstanden. Wobei es da unterschiedliche Bewertungen schon gegeben hat. Der Herodot, relativ bekannt für die Geschichtestudierenden wahrscheinlich, weil der so als erster Geschichtsschreiber überhaupt gilt, der hat gesagt, die ägyptische Geometrie entsteht im Wesentlichen aus der Notwendigkeit der Landvermessung. Der Nil wird halt laufend wieder überschwemmt. Und da muss man nachher gucken, dass man das Land wieder fair zuteilt und so. Und deswegen haben die viel Geometrie erfunden. Und der Aristoteles, griechischer Philosoph, Begründer der aristotelischen Logik, oder die ist halt nach ihm jedenfalls benannt worden, die dann ja sehr wichtig ist für die Entwicklung der klassischen griechischen Mathematik. Die ägyptische Geometrie entsteht als Freizeitbeschäftigung der müßig gehenden Priesterklasse. Ja, die haben nicht so viel zu tun und denken sich dann da Geometrie aus. Ja, dagegen spricht es, in Rom ist ja relativ wenig Mathematik erfunden worden. Und da hat man immer gesagt, ah, das lag daran, dass sie so viele Sklaven hatten. Also die brauchten kein Hebelgesetz, die haben halt 5 Sklaven mehr genommen. Ja, so. Also, da könnte man sagen, die hatten auch genug Müßiggang und haben aber trotzdem keine Mathematik entwickelt. Also ist die Frage, was jetzt als Argument da konsequenter ist. So, was findet man im Papyrus Rind? Die Bestimmung des Verhältnisses von Basishöhe und Neigung. Also sowas Ähnliches wie Winkelfunktionen für abgeschrägte Strukturen. Unschwer zu erkennen, dass das für Pyramiden vielleicht ganz interessant gewesen sein könnte, wie stark die so geneigt sein soll. Also nicht ganz unwichtig in dem Fall. Dann Flächeninhalt von Rechteck, rechtwinkligem Dreieck, Trapez und eine Näherung für die Kreisfläche. Gibt es schon im Papyrus Rind und im Neuen Reich, da hat man zwar keine im engeren Sinne mathematischen Texte, also so mathematische Lehrtexte gefunden, aber unter anderem so medizinische Papyri und so welche, wo irgendwie so Mischverhältnisse aufgeschrieben werden für Metallherstellung. Und da findet man dann auch unsere Verwaltungstexte und da findet man dann auch sehr massiv so Dokumentation von so Landvermessungen. Also das scheint wirklich eine wichtige Rolle gespielt zu haben, allerdings dann dokumentiert eben erst für das Neue Reich. Was nicht heißen muss, dass das nicht in dem Mittleren Reich dann vielleicht auch schon so war. Man hat es nur noch nicht ausgebuddelt. Volumina von Quadern und Zylindern gibt es auch. Relativ verblüffend die korrekte Formel für das Volumen eines Pyramidenstumpfs.
Die wird schon nicht mehr verlangt, wenn sie in Österreich die Bildungsstandards bestehen wollen. Das ist schon höhere Mathematik, das kommt dann erst in der HTL dran. Und es gibt eine Aufgabe zur Oberfläche eines Korbs, für die gibt es so verschiedene Deutungen. Das könnte, da gibt es eine Deutung, sagt, das ist die Oberfläche einer Halbkugel, die da berechnet wird. Und eine andere sagt, na, das ist so ein Zylinderbogen. Da werden wir auch gleich so Beispiele sehen, warum man das nicht so genau sagen kann. Weil das ist, wie auch heute noch die Schüler in der Mathematik sind und die Schulbücher, wortkarg. Da sind halt Bilder mit ein paar Zahlen. Da weiß man dann nachher nicht so mehr genau, was hat der da eigentlich gerechnet. Das ist genauso, wie wenn der Schüler heute seine Hausübung sagt, was hat der denn da eigentlich gerechnet? Und so ist das da eben auch schon gewesen. Gut, und dann, das ist noch wichtig, um mit einem Mythos aufzuräumen, diese berühmten rutschenden Leiteraufgaben, die wir letztes Mal auch schon hatten. Also irgend so ein Stock wird an eine Wand gestellt und man guckt dann, wie hoch kommt der, abhängig von seiner Länge, für die man ja den Satz von Pythagoras dann braucht. Die sind tatsächlich erst in der griechisch-römischen Zeit nachweisbar, im Papyrus Kairo, also deutlich später. Und da kann man dann halt nicht mehr sagen, die Ägypter haben das gewusst, weil das können sie genauso gut von Mesopotamiern, die, wo man Belege hat, dass sie es gewusst haben, oder von den Griechen, wo man auch Belege hat, dass sie es gewusst haben, erfahren haben zu der Zeit. Insbesondere diese schönen Geschichten, die es immer gibt mit, da gab es so ägyptische Seilspanner, die hatten so Schnüre mit 12 Knoten und die haben dann so 3, 4, 5 rechte Winkeldreiecke abgesteckt. Purer Mythos, also es ist quasi nirgendwo dokumentiert. Papyrus Rind, Aufgabe 51. Schaut aus wie ein Dreieck, ist auch eins. Und ziemlich filigratische Schrift. Da wir das nicht lesen können, hier in der Übersetzung von Herrn Pichot. Wenn man dir sagt, ein Dreieck mit Meret, da weiß man nicht genau, was es heißt. 10 Ket, das ist ein Längenmaß. Und Basis 4 Ket, das ist auch ein Längenmaß. Welches ist die Fläche? Die Fläche ist 20 Setat. Ein Setat ist quasi die Quadrateinheit von einem Ket. Nimm die Hälfte von 4, das ist 2, um es rechteckig zu machen. Was soll das heißen? Naja, denken Sie mal, wie Sie das machen. Wenn Sie ein Dreieck haben und das hat als eine Seite 4 und als andere 10, dann können Sie sich ein Rechteck suchen, das hat als eine Seite 2 und als andere Seite 10, dann hat das dieselbe Fläche. Und so deutet man das hier auch. Multipliziere 10 mal 2, das ist die Fläche, so kommen die 20 zusammen. Jetzt ist aber nicht ganz klar, was Meret heißt. Heißt das Seite oder Höhe? Wenn das Höhe heißt oder wenn das Dreieck rechtwinklig ist, dann kann man das so machen. Ne? Weil dann kann ich einfach sagen, a mal b halbe. Aber nur, wenn die im rechten Winkel aufeinander stehen. Das ist aber nicht ganz klar. Kann man auch aus dem Bild nicht so genau sagen, ob das so ist. Also es ist entweder eine richtige Formel oder eine falsche. Tendiert natürlich dazu zu sagen, dass es eine richtige ist. Und so ähnlich auch hier. Aufgabe 52, Papyrus Rind. Auch hier in der Transkription. Wenn man dir sagt, ein abgeschnittenes Dreieck langt, das ist halt ein Trapez, ne? Von 20 Ket Meret, ja, weiß man wieder nicht, Seite oder Höhe, 6 Ket und 4 Ket abgeschnittene Seite, welches ist seine Fläche? Okay, da müssen wir vielleicht doch nochmal gleich mal rüber gehen. Also, das hätte ich ein bisschen größer zeichnen sollen, was ein Spar. Also hier zum Beispiel 4, 6, 20, so könnte das gemeint sein. War das 20? Ja, ich glaube schon. Ja, so könnte das gemeint sein. So, jetzt können wir ja mal so machen. Was kennen Sie da als Formel? 4 plus 6 halbe mal 20, oder? Klingt gut. 4 plus 6 halbe mal 20. Schauen wir mal, was der Ahmed da auf dem Papyrus Rind geschrieben hat, addiere die Basis und die abgeschnittene Seite, das Ergebnis ist 10, mach ein halb von 10, es ist 5, um rechteckig zu machen, ist wieder das Argument, halbes Rechteck, mach die Multiplikation 20 mal 5, das Ergebnis ist 10, da notiert Herr Pichot schon, da geht man davon aus, das war ein Fehler, die Fläche, der meinte 100. Also das kann eigentlich nur
sich verschrieben sein. Ach so, ich will hier mal rüber wechseln, muss ich gar nicht. Jetzt werden Sie gleich wieder aktiv. Ja, hier kann man sogar so ein bisschen was sehen, gleich in der Transkription, nämlich diese hieratischen Zahlzeichen sich noch mal ein bisschen angucken. Hier ist das jetzt transkribiert. Jetzt müssen Sie wieder denken, das Hieratische von rechts nach links lesen, nicht von links nach rechts. Und dann sehen Sie da vielleicht, da steht, was da steht, was er übersetzt hat, ist 1, 9 Setat, 2, 18 Setat, 4, 36 Setat, 8, 72 Setat. So, und wenn Sie da jetzt gucken, dann sehen Sie auch 1, 2 und dann dieser Strich ist 4 und dann darunter die zwei Striche sind 8 und so geht das dann weiter. Und da kann man das noch ganz gut sehen. Ja, aber was ist das? Weil irgendwie kommt daraus 64 und 81. Man geht davon aus, dass das ist der Vergleich der Kreisfläche mit einem umschriebenen Quadrat. Das Quadrat 81 Setat Flächeneinheiten und der Kreis 64 Flächeneinheiten. Diejenigen, die jetzt letztes Jahr Didaktik der Geometrie hatten, haben da jetzt ein kleines Déjà-vu, wobei mir dann auch aufgefallen ist, dass das in der Aufgabe mehrere Fehler waren, die ich jetzt korrigiert habe. Und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, sich mit der zweiten Seite der Übung zu beschäftigen. Es gibt da von dieser Aufgabe, die Sie da hatten, mit dem Kreis im Kreis, der in einem Quadrat einbeschrieben ist, oder Achteck, was da drin ist, da gibt es insgesamt auch etwas unterschiedliche Deutungen, wie man da jetzt sich diese 64, 81 erklärt. Die eine hatten Sie jetzt quasi auf dem Blatt, das ist die, dass man in ein Quadrat ein regelmäßiges Achteck einbeschreibt. Ne? Gut. Also, muss mal sehen, dass ich das irgendwie halbwegs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, kommt noch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt glaube ich so. Und hier soll immer 3 sein. Ne? Oh, quasi überall ist 3. Wow. Gut, die 81 ist, glaube ich, klar, ne? Die Fläche von dem Quadrat. Gut, so, wie kommen wir jetzt auf 64 oder 63? So, oder? 9, 9, 9, 9, 9 und 4,5, so zum Beispiel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 9 ist 63. 63 hat man eigentlich. So, eigentlich hätte man 63, 81 für das Achteck, was da drin ist. Jetzt kann man sagen, ja, der Kreis, der geht da ja auch so ein bisschen über die Kanten drüber. Deswegen 64, das Wahrscheinlichere ist, aus 64 lässt sich leichter die Wurzel ziehen. So, also das ist eigentlich nur das Argument dafür, 64 zu nehmen. Man rundet das quasi auf und kommt dann auf diese Formel mit 8 Neuntel. Ne? Das hatten wir gesagt, a ist gleich 8 Neuntel d Quadrat. Ja, wenn ich das auflöse, dann steht da ja, ist gleich 64 81 d Quadrat. So, das ist jetzt noch nicht Pi, weil bei Pi haben wir ja da, müssen wir hier noch die 4 rausziehen, die da noch drin steckt. Also a ist gleich 64 81 mal 2r in Klammern zum Quadrat. Also 4 mal 64 ist 256 81 mal r Quadrat. Also wenn man so will, hatten die als Wert für Pi 256. Aber die haben halt nicht mit Pi gerechnet. Genauso wie wir bei den Dings die 5
da irgendwie hatten, weil die Umfang und Fläche zueinander in Beziehung gesetzt haben und nicht Radius und Fläche, haben die hier halt dann das 8/9 und nicht irgendwie Pi. Also insofern hatten sie nicht einen Wert für Pi. Aber wenn man das ausrechnet, ist glaube ich 3,160 irgendwas. Das ist schon, sagen wir mal, besser als 3 und auch besser als dieser 5er-Wert. 3 1/8 war glaube ich der andere. Dann hat man 3,125, ist auch noch ein bisschen schlechter als 3,16. So, eigentlich ganz gut. Aber Wert für Pi im engeren Sinne kannten die nicht, weil die haben halt da die Kreiszahl irgendwie anders benutzt. Und das ist quasi auch die einzige Quelle, die man da hat. Und andere deuten die auch etwas anders. Es gibt Leute, die sagen, nee, das ist nicht ein Achteck, was in einem Kreis beschrieben ist, sondern das ist so, da hat man ein Quadrat und da geht jetzt ein Kreis immer so ein bisschen drüber. Und irgendwie kommt man dann wohl auch auf eine ähnliche Formel. Ja, aber erkennen Sie das mal aus dem Bild. Also ein Achteck könnte es schon sein, aber regelmäßig sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Ne? Also so, und in dem Ding steht halt, also was da reingeschrieben ist, ist 9. Und da drin steht 9 und dann steht das daneben. Also ob Sie da jetzt sagen, das ist Ihnen lieber zu glauben, das ist so oder so gewesen, das kann man halt dann nicht sagen. Aber man kann auch aus anderen Berechnungen dann sehen, dass die mit diesem Wert 8/9 gearbeitet haben. So, jetzt der Seket oder Sequet oder SQD steht auch manchmal wo, so ähnlich wie bei Jehova, da muss man ja auch nicht immer alle Vokale dazu schreiben, nehme ich eigentlich auf. Ja, okay. So, das ist also so ähnlich wie ein Steigungsdreieck, nur dass die, also wir würden ja dann sagen, Höhe geteilt durch Länge. Und das ist genau umgekehrt bei dem Seket. Der Seket ist quasi auf die Höhe gerechnet, wie weit ist das reingeschoben. Da kann man sich auch vorstellen, der baut da jetzt die Pyramiden so und will eine gewisse Schrägung einhalten und dann merkt er sich quasi immer, für eine Elle in der Höhe musst du 8 Handbreit nach hinten gehen, um dann wieder den nächsten Stein zu setzen und so weiter. So ist das. Aber im Grunde genommen ist es ein Kotangens. Ne? Also durch Tangens, da hat man genau das andere Verhältnis, im Grunde genommen so ähnlich wie der Kotangens. So, Beispiel der Berechnung einer Pyramide. 360 Ellen in der Grundseite, 250 Ellen in der Höhe. Lass mich Ihren Seket wissen. Nimm 2 von 360, es ist 180. Was ist das? Man nimmt die halbe Basislänge, sieht man da in dem Bild links. Also die Bilder sind jetzt natürlich nicht aus dem Papyrus, die sind aus dem Buch von Pichot. So, die findet man da so nicht in der Form. Dieses dreidimensionale Zeichnen auch nicht. Also jetzt habe ich da nur noch die halbe Länge. Rechne mit 250, um 180 zu erhalten. Das heißt 180 geteilt durch 250. Und da kommt dann 1/2, 1/5, 1/50 raus. Kann man sich jetzt auch noch wieder ausrechnen. Also irgendwas 0,5 plus 0,2 plus 0,04, also 0,74 müsste da ungefähr rauskommen. So, das hieße also 0,74 Ellen muss man zur Seite gehen. Jetzt 0,74, die haben die Elle noch aufgeteilt in Handbreiten. Und zwar sind bei diesen Gebäuden das immer königliche Ellen, auf Englisch Cubit. Die königliche Elle hat 7 Handbreit. Es gibt auch noch die gewöhnliche Elle, die ist 6 Handbreit. Können Sie auch mal ausprobieren, das kommt ungefähr hin. Wenn man 6 Hände übereinander legt, hat man ungefähr so seine Elle. Aber die königliche Elle ist 7. So, und die wird auch als Verhältnis in diesen Horus-Abbildungen genommen. Der hat halt so etwas gruselig lange Arme, der Horus. Ja. Das Bild ist natürlich auch nicht authentisch, sondern wieder aus diesem Buch rechnen wie ein Ägypter, aber die Verhältnisse findet man schon. So, also gut, und 7-mal, das ist dann 5,25, aber das ist nicht mehr so interessant. Es gibt auch umgekehrt die Rechnungen, dass da quasi steht, du hast so und so viel Ellen in der Grundseite und du sollst ein Seket von so und so haben, wie hoch ist das dann? Das sind die anderen. Aber einen Winkelbegriff in dem Sinn gibt es nicht. Aber damit legt man halt im Prinzip Winkel fest.
in eindeutiger Weise. Gut, die Haurechnung. Ja, jetzt sei schon wieder gut. Ein Haufen und sein Siebtel zusammengenommen ergeben 19. Das war die Aufgabe, die Sie vor sich liegen haben. Was da so ein bisschen stört, ist, das ist so sehr verkürzt aufgeschrieben. Ne? Und dann der letzte Schritt ist dann so total unägyptisch auch noch hingeschrieben, weil da würde ja jetzt eigentlich wieder so eine normale Multiplikation anfangen. Oben nehmen wir an, der Haufen bestünde aus 7 Teilen. So, und jetzt guckt mal. Aha, dann wären ein Haufen und ein Siebtel, also 1 plus ein Siebtel ist dann 8. So, deswegen ist das etwas verwirrend, dass da vorne die 1 steht in der Zeile mit der 8, weil da müsste ja eigentlich ein Siebtel stehen. Das liegt daran, dass der jetzt schon wieder weiter rechnet und dann sagt, aha, die 8, wie oft steckt die in der 19? Jetzt kommt wieder das, was wir vorhin auch schon hatten, verdoppeln und halbieren, so lange, bis ich das aufgefüllt habe. Und jetzt habe ich 2 plus 1 Viertel plus 1 Achtel. Aber jetzt müsste ich natürlich noch rechnen, 2 plus 1 Viertel plus 1 Achtel mal 7. Und das ist dann jetzt hier aber schon europäisch gerechnet, sage ich mal. Das wird natürlich eigentlich wieder etwas umständlicher funktionieren. In dem Fall würde ich empfehlen, Sie rechnen 7 mal 2, 1 Viertel, 1 Achtel. Weil, ja, das geht sich dann glatter aus, aber funktioniert dann auch. So ist das gemacht. Man nennt das auch einfacher falscher Ansatz. Ne? Also Sie nehmen erstmal eine, oder das ist jedenfalls die Interpretation, die hier drin ist in dieser Haurechnung. Man nimmt einfach mal irgendeine Zahl und probiert aus und was man dann rausbekommt, korrigiert man mit einem Faktor, False Position im Englischen und bei uns einfacher falscher Ansatz. Wir werden gleich noch sehen, dass das nicht die einzige Interpretation ist, aber jetzt gucken wir erstmal, ob Sie die anderen Aufgaben damit hinbekommen haben. So, was haben wir denn? Ich glaube, x plus 1/2 ist irgendwas, ne? X plus 1/2 ist gleich 16. Wesentlich ist auch wieder, dass man geschickte Testzahlen quasi dafür sich aussucht. So, was testet man denn hier? Herr Brauhäupt, der hatte doch vorhin schon gute Ideen, was er da nimmt. Gut, nehmen wir mal 10. Also 10 und seine Hälfte ist, also da fange ich an, der Haufen wäre 10, dann habe ich 1, 10. Ne? So möchten Sie anfangen. So, okay, und dann soll ich wahrscheinlich so weitermachen. Ne? 5, ich mache jetzt mal die lange Schreibweise und summiere das hier dann noch. Also 1, 1,5. Ja, danke, danke. Und hier habe ich wieder Deutsch geschrieben. So 1 und 1,5 ist 10 plus 5 ist 15. So, gut, jetzt geht es wieder weiter. 1 ist 15 und jetzt wollen wir auf 16 kommen. Und jetzt wollen Sie hier 15 nehmen. 15 ist 1. Und dann sagen Sie, okay, dann sind hier hinten schon genau 16. Dann haben wir 1 und 15 ist gleich 16. Also ist die Lösung 1 und 15. So, wollen wir es auch nochmal mit, was hatten Sie noch vorgeschlagen mit der 8, das einmal machen? Okay, 1, 8. Da soll ich wahrscheinlich wieder die Hälfte nehmen. Na, das Doppelte soll ich nehmen, oder? Dann will ich direkt bei 16. Ach nee, das hilft mir ja gar nicht. So, also ich soll die Hälfte nehmen, ist 4. So, also habe ich hier 1 und, so 1 und 1/2 ist 12. Jetzt habe ich hier 1 ist 12. So, hinten muss ich 16 haben, dann nehme ich ein Drittel. Ja. Ein Drittel, 4. Aber da kommt ja dann ein anderes Ergebnis raus. Ah, wir waren ja noch gar nicht fertig, sagen Sie das doch gleich. 1, 15 mal 10. So, und auf der anderen Seite haben wir 1, 3 mal 8. So, gut. Verzehnfachen bei der 15 ist irgendwie blöd, ne?
Also das hier wird wahrscheinlich ägyptischer werden. 8 mal 3. Oh, da habe ich jetzt keine Lust. Oder sollen wir da, also das haben sie wahrscheinlich auch deutsch gerechnet und dann einfach gesagt, ah, das ist 8 Drittel. Oder hier ist es 8 plus 1/3 von 8. Und hier ist es eben 10 plus 10/15. Und da sieht man schon, das kann man ja kürzen. 2 Drittel. Hier können wir auch die 2 Drittel stehen lassen. Und die 2, also es ist in beiden Fällen 10 2/3, was rauskommt. Okay, 10 2/3 ist ja in Ordnung. Das können wir ja sogar altägyptisch hinschreiben. Gut, dann machen wir die andere Aufgabe vielleicht auch noch. Das ist x plus 1/4 irgendwas, ne? X ist gleich 15. So, was nehmen wir da als Testzahl? 8, okay. 1 mal 8 ist 8, 1/2 mal 8 ist 4, 1/4 mal 8 ist 2. Ach so, ja, ich bin jetzt der ganz Faule, der immer erst halbiert. So, und jetzt addiere ich nur die 2. Ja. So, ich mache das hier so ganz ägyptisch. So. Okay, ja, dann haben wir 10, ne? Nicht verzählt, okay. Und jetzt 1 mal 10 ist 10 und 1/3 mal 10 ist nicht gut. 1/2 mal 10 ist 5. So, okay, und dann habe ich hier hinten 15, also 1/2, also 1, 2 mal 10 ist gleich 10 und 10 halbe sind nochmal 5. Jetzt wird aber rumgeschmiert hier so. 1 und 2 von 8 ist also 8 und 4, richtig? 12. Passt. Also x ist gleich 12. So, mal ausprobieren. 12 plus 1/4 von 12. Sieht gut aus. 12 plus 3 ist 15. Mann, was ein Geschmier. So, ja, also das ist jetzt gut, dass wir schon die Aufgabe gerechnet haben oder auch nicht gut, weil wir sind sehr gut in der Zeit. Ja, das, also man kann die Aufgabe so rechnen, ne? Ich habe jetzt hier als Testzahl 4 und nicht 8. 4 wird ja auch gehen. Und mit der 4 ist die Aufgabe auch im Papyrus drin. Ist Aufgabe 20. Kann man so deuten mit dem falschen Ansatz? Und jetzt kommt das Aber. Es gibt andere, die deuten das anders. Die deuten das nicht so. In der ersten Zeile x plus 1/4, aha, jetzt muss ich ausrechnen, was 5/4 mal x ist. Also nehme ich einmal 4 und ich nehme 4 mal und sehe dann, aha, 5/4 brauche ich insgesamt. Also 5/4 mal x ist gleich 15. 5/4 mal x ist gleich 15. Aha, jetzt muss ich das durch 5 teilen. Das ist die Rechnung, die dann in der Zeile weitergeht. So, und wenn ich durch 5 teile, muss ich hinten wieder sehen, dass 5 plus 10 zusammen ist 15. Aha, und jetzt vorne nachgeguckt, die 1 und die 2 habe ich angestrichen, also 3. Also ist x^4 3 und x ist dann 15. So kann man das auch interpretieren. Also man muss das nicht unbedingt als Methode des falschen Ansatzes interpretieren. Man kann einige der Aufgaben auch so interpretieren, als hätten die Gleichung umgeformt. Die allermeisten, also das ist sogar so, dass es gibt so 2 Standardübersetzungen für den Papyrus Rind. Eine irgendwie so schon sehr früh, 1900 rum, und die andere dann so 1930. In der etwas neueren englischen ist diese Interpretation drin und in der etwas älteren ist diese Interpretation drin. Die älteste ist irgendwie eine deutsche Übersetzung. So, und heutige Mathematikhistoriker tendieren etwas stärker zu dem mit dem falschen Ansatz, aber sagen auch ganz klar, aufgrund der dünnen Quellenlage kann man das eigentlich nicht entscheiden. Also
Es ist nicht witzig, dass die Testzahlen immer so sind, dass man das auch so lesen könnte, wie es jetzt hier steht. Aber ne, fragen können wir sie nicht mehr. Zeitmaschine haben wir auch noch nicht. Also muss man damit leben. Man weiß aber, sie hatten halt die Verfahren, um diese einfachen linearen Gleichungen zu lösen. Es gibt dann auch welche, wo noch so drei Elemente stehen, also x plus ein Viertel plus ein Achtzehntel davon. Und es gibt auch ganz einfache quadratische Gleichungen, die man auch mit so einem ähnlichen Verfahren lösen kann. Ja. Und da hört es aber auf. Also mehr gibt es dann nicht. Spezielle kubische Gleichungen oder sowas gibt es dann nicht mehr. So, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Griechenland. Ich habe gar keine halbe Stunde Griechenland mit. Jetzt muss ich ganz langsam reden. So, also erstmal, was man sagen kann, die klassische griechische Mathematik, die aber erst so um 400 vor Christus ja dann anfängt ungefähr, unterscheidet sich grundsätzlich von der Mathematik der Ägypter und der Mesopotamier. Jetzt, wenn Sie schon in Grundfragen, also die, die auch Lehramt studieren, Mathematik, die waren ja mal in den Grundfragen des Mathematikunterrichts und haben schon mal was von Instrumental Understanding und Relational Understanding gehört. Man könnte sagen, das Patent auf das relationale Verstehen liegt bei den Griechen. Denen hat das nicht mehr ausgereicht, zu dokumentieren, wie die Prozeduren funktionieren. Also das ist das, was man histografisch korrekt irgendwie sagen kann. Es kann durchaus sein, dass auch die Ägypter und die Babylonier Begründung gekannt haben. Also dass die gewusst haben, warum das mit der Haurechnung so funktioniert. Oder dass die gewusst haben, ne, ein Argument dafür wäre dieses halbiere das Dreieck, dann kommt ein Rechteck raus, ist ja auch schon sowas wie eine Beziehung aufzeigen, um was zu erläutern. Aber systematisch aufzuschreiben, warum die Sachen stimmen, also wie, was ja im Grunde genommen immer heißt, wie bestimmte mathematische Aussagen von anderen Aussagen abgeleitet werden können, wie sie mit ihnen zusammenhängen. Wie wenn man sagt, das eine, nehme ich mal an, stimmt, daraus dann folgern kann, das andere stimmt auch. Das ist eben erst in der griechischen Mathematik entstanden, so in dieser athenischen und dann alexandrinischen Periode vor allem. Wieso? Ja, ein Argument, was in diesem Buch von Herrn Katz oder Katz, ich weiß nicht, wie der heißt, drin steht, dass der Herr Dörfler dann auch für den zweiten Teil der Lehrveranstaltung vor allem benutzen wird, ist, dass man sagt, naja, anders als Ägypten oder Mesopotamien war jetzt Griechenland, insbesondere in dieser ionischen und dann auch in der athenischen Periode, ja nicht so ein Riesenreich, wo so wahnsinnig viel Verwaltungstätigkeit war und wo jetzt ein Herrscher mit eiserner Hand quasi das Volk unterjocht hat und auch irgendwie ganz viel Verwaltungsmathematik brauchte, sondern das waren eher so kleine Stadtstaaten, die als Polis oft geführt wurden und dann später auch so Demokratie es ja schon gab, wo aber auf jeden Fall es Gesetz gab und man argumentieren konnte mit dem Gesetz. Also der Bürger war jetzt nicht der Willkür der Herrscher so ausgeliefert, sondern es durfte argumentiert werden. Und das nehmen einige zum Anlass zu sagen, naja, das hat so eine grundsätzliche Haltung bei den Griechen einfach erzeugt, dass sie gesagt haben, ah, wir nehmen die Sachen nicht einfach so hin. Wir wollen wissen, warum ist das so, wie hängt das mit anderen Dingen zusammen. Und ähnlich die Erklärung, dass die Griechen mit ganz vielen Völkern aus dem Mittelraum in Kontakt getreten sind, mit sehr vielen Ideen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in Kontakt gekommen sind und ja so den Eindruck gewonnen haben, ah, die Welt, die uns umgibt, das ist was, was man verstehen kann. Also das ist jetzt nicht, also die Vorgänge, die in der Natur sind, das sind jetzt nicht lauter Götter, die da in allem mehr drinstecken, sondern das läuft nach gewissen Regeln ab, die man versuchen kann zu verstehen. Und natürlich ist dann Mathematik auch zunächst eng mit so mathematisch, mit so naturwissenschaftlich-technischen Dingen verbunden. Also das könnten so Argumente sein, warum jetzt die Mathematik im antiken Griechenland anders wird. Man muss auch hier wieder sagen, da steht jetzt, man hat eine deutlich bessere Quellenlage, aber was man hat, ist genau wie bei den Babyloniern und genau wie bei den Ägyptern die fertige Mathematik.
So, Sie haben zum Beispiel das Buch Die Elemente. Ja, da stehen aber die Sätze drin. Da steht ja nicht drin, wie Pythagoras oder Thales oder Euklid das herausgefunden hat. Das ist auch so ein überdauerndes Problem in der Geschichte der Mathematik. Die Mathematiker, die lassen sich irgendwie nicht so gern in die Karten gucken. Die schreiben nicht auf, wie sie was gefunden haben, sondern die schreiben auf, wie es ist. So, und wenn sie dann nachher verstehen wollen, wie konnten die das eigentlich entdecken und so, dann haben sie natürlich ein Problem. So, und das Problem haben wir ja auch. Und wir haben auch das Problem, dass die Überlieferungen also deutlich älter sind. 400 vor Christus geht das da los. Und die meisten Sachen, die man überliefert hat, sind so ungefähr ab 1000 nach Christus. Also Kopien von Kopien von Kopien, wo man dann irgendwie so verschiedene Kopien nebeneinander legen muss und dann gucken, welche Fehler haben die gemeinsam, welche Fehler hat nur der eine, und dann kriegt man so nach und nach so eine Art Urtext rekonstruiert. Also zum Beispiel beim Euklid ganz große Teile überhaupt nur in Arabisch überliefert, noch nicht mal in Griechisch an Abschriften. Gibt maximal so Fragmente und bei anderen Texten ähnlich. Ja. Aber trotzdem insgesamt natürlich viel, viel, viel mehr an Material, an mathematischen Texten als beim Ägyptischen. Und dann auch einfach schon mehr, also die Schrift ist ja schon viel entwickelter, es wird mehr aufgeschrieben und so. Und natürlich die Neigung, auch die Begründung mit aufzuschreiben. Ja, bedeutendstes Werk sicher die Elemente des Euklid. Ja. Wobei das auch nicht komplett von dem Euklid geschrieben ist. Und im Grunde genommen ist das auch so, ja, so wie wenn Sie jetzt einen Duden Mathematik in die Hand nehmen, ja, den hat ja, die Sachen hat ja auch nicht der erfunden, der da den Duden Mathematik oder irgendein Buch zur Analysis 1, da stehen ja auch lauter Sachen drin, die nicht derjenige, das ist halt ein Lehrbuch, das lehrt die Mathematik, die zu der Zeit bekannt war. Beziehungsweise zu der Zeit ist dann auch lustig, weil die unterschiedlichen Bücher, also das sind dann, ich glaube, 9 oder so, nichts Falsches sagen, Bücher, die sind, Bücher heißt immer Kapitel. Also wenn man das komplett ausdruckt, ist das nicht so viel. Aber das heißt halt immer Bücher. So die ersten 5 Bücher sind dann zu der Zeit entstanden und die nächsten sind dann auch später dazugekommen und so. Also das auch noch. Was da auf jeden Fall drin ist, das gilt als Vorbild des deduktiv-axiomatischen Arbeitens. Also das fängt wirklich an mit, hier sind ein paar Axiome, hier sind ein paar Postulate. Und dann geht das so los, dann werden so die ersten Sätze begründet. Das hätte ich eigentlich mitbringen sollen, weil das hätten wir zeitlich noch gut hinbekommen heute, aber das habe ich jetzt leider nicht mit. Deswegen gucken wir uns aber zumindest mal das Zahlzeichensystem noch an, wobei man da sagen muss, das Zahlzeichensystem ist jetzt nichts, mit dem die wirklich gescheit rechnen konnten, weil das ist so ähnlich wie die römischen Zahlen. Gibt es erstmal 2. Aber vorher kommt noch was anderes, die ganzen Perioden. Sehr gut. Haben wir ja zumindest noch eine. Ah, da habe ich mir, glaube ich, sogar historisch ein bisschen was zu notiert, dass ich da noch etwas Folklore zu erzählen kann. Also die ionische Periode, da ist so der Aufschwung dieser kleineren Stadtstaaten. Ne, Thales zum Beispiel in Milet und so, also so lauter kleine Staaten, die kommen da langsam auf. In der athenischen Periode, wer hätte es gedacht, entwickelt sich Athen zum Zentrum Griechenlands, wird da kulturelles Zentrum. Da haben sie die Sophisten, Platon, Aristoteles. Also da entsteht die übliche Logik, die im Grunde genommen auch bis zur Fuzzy-Logik dann im Weiteren überdauert. Also diese zweiwertige Logik. Es gibt was Wahres, es gibt was Falsches und ein Drittes ist ausgeschlossen. Und dann die ganze Aussagenlogik, das entsteht quasi in der Zeit. Eudoxos, da müsste ich gerade überlegen, was der Tolles Mathematisches gemacht hat. Fällt mir jetzt nicht so ein. Dann haben sie diese alexandrinische Periode, in der unter anderem der Euklid aufgeschrieben ist. Da haben sie auch den Archimedes. Da fallen also einige interessante physikalische Entdeckungen auch in die Zeit, ne, wo der sich da in die Wanne gesetzt hat und dann gemerkt hat, dass genauso viel Wasser verdrängt wird, wie was man reinsetzt, und das Hebelgesetz, das ist so in der Zeit. Eratosthenes, den kennen Sie auch noch von diesem Sieb mit den Primzahlen, und das ist ja auch schon, das fängt deutlich früher an, schon bei Pythagoras, die figurierte Zahlen und beginnende Zahlentheorie, das ist schon in dieser ionischen Periode. Dann haben Sie noch Apollonius, wusste ich auch schon mal was von.
Heron ist wieder okay, da kennen wir zumindest das Heron-Verfahren. Ptolemäus kennen wir von seinem Weltbild in der Regel. Diophantos von den diophantischen Gleichungen oder überhaupt, man kann eigentlich sagen, ursprünglich sind alle Gleichungen diophantische Gleichungen. Also da ging es um das Lösen von Gleichungen. Diophantische Gleichungen sagen wir heute, wenn wir sagen wollen, dass das ganzzahlige Elemente hat, das ist da aber gar nicht verlangt. So, dann den Pappos, das sagt mir auch was. Satz vom Pappos, irgendwas in der Geometrie. Und dann die erste dokumentierte Mathematikerin, die Hypatia, vor allem bekannt durch Apollonius sind die Kegelschnitte. Da kommt das Werk über Kegelschnitte. Und das ist im Wesentlichen überliefert in einer Überarbeitung von der Hypatia, von einer deutlich erweiterten. Gibt auch einen Film über die, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, die Säulen des Himmels. Ja, können Sie mal gucken, ist aber leider nicht auf Netflix. Also, müssen wir was für bezahlen, wenn wir den gucken wollen. Gut, das sind so die Epochen. Wir werden das im Weiteren so machen, dass ich, also jetzt erzähle ich kurz noch was zum Zahlensystem und so, und dann springe ich als erstes in die alexandrinische Periode rein und erläutere kurz was zum Euklid, weil eben viele auch der anderen Sachen aus den früheren Perioden hat man eigentlich nur in der Überlieferung des Euklid. Und dann ist es vernünftiger, man sagt zuerst Euklid, was ist da so der Style, zu welcher Zeit ist das entstanden und so. Und dann kann man sagen, man kann zum Teil ein bisschen was schauen bei Thales und Pythagoras, was anderweitig überliefert ist. Aber das meiste, was man hat, ist dann über ein Euklid überliefert. Und dann ist es vernünftiger, man sagt erst, was da Sache ist und springt dann zurück. Und dann gehen wir halt jeweils in die Epochen und schauen uns da so die berühmtesten und wichtigsten Dinge ein. Also auch in dieser Lehrveranstaltung kommen Sie natürlich nicht an den Kegelschnitten vorbei, wie in so ziemlich jeder anderen Lehrveranstaltung im Lehramtsstudium auch. Gut. Das griechische Zahlzeichensystem. Ja, da wollte ich eigentlich noch Zahlzeichensystem me schreiben, das ist dann wahrscheinlich auf dem nächsten. Oben und unten sind verschiedene. Oben ist das ganz alte, das allererste, das heißt auch manchmal akrophonisch oder herodianisch. So, da gibt es die ältesten Funde, da sieht man, das ist so ein Mischsystem aus Fünfer- und Zehner-System. Extrem ähnlich den römischen Zahlzeichen, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Also funktioniert auch genauso. Ist also auch wieder ein nicht positionales System. Für jeden neuen Stellenwert brauchen Sie neue Zeichen. Hat wieder die Vor- und Nachteile, die das dann hat. Wenn Sie so vier Strichis da stehen haben und da kommt noch ein Fünfter dazu, dann wissen Sie, ich tausche die gegen so einen Bogen aus. So, und jetzt geht's weiter. Das ist jetzt ein bisschen blöd zu sehen. Wenn ich noch so einen alten Overhead-Projektor hätte, dann hätte ich ja hochkant projizieren können. Jetzt habe ich sozusagen von 1 bis 9 und die Tausender sind auf der ersten Folie und dann geht das so weiter. Das ist nämlich so, dass sie im Prinzip einmal das später dann, das nennt sich das ionische Zahlzeichensystem, dass die einmal ihr Alphabet durchgegangen sind und damit das Zahlzeichensystem aufgebaut haben. Also von 1 bis 9 haben sie von Alpha bis Theta. Und dann haben sie von 10 bis 90 sind sie von Jota bis Kappa. Und von 100 bis 900 sind sie von Rho bis Omega und Sun. Ja, Sun ist ja lustig. Ich wusste gar nicht, dass noch Omega noch was kommt. Ja, ich habe aber auch nie Griechisch gehabt. Insofern so. Und jetzt kombiniert man das halt so. Da steht noch, wenn es dann noch größer wird, wenn es Tausender werden, machen sie so einen Strich dran, um das anzudeuten. Und wenn es Zehntausender werden, 20.000, dann fangen sie wieder an und schreiben quasi noch einen Buchstaben oben über das, so ein M. So, und hier sind so ein paar Beispiele. Und dann, damit man überhaupt merkt, wo ist jetzt Schrift und wo sind Zahlen, weil es ja auch so ein bisschen bräsig, ne, wenn man da dieselben Zeichen verwendet, macht man da so Striche drüber. So, und da sehen Sie jetzt so ein paar Zahlen. Ne? 1, 3, KE, 2, 5, was ist das K? Kappa, nein, Kappa ist 20 und Epsilon ist 5, also 25. So, aber das ist natürlich auch wieder was, wo man sagen muss, gerechnet hat da kein Mensch mit. Also, damit kann man Ergebnisse hinschreiben und damit kann man Aufgaben hinschreiben, aber damit kann man nicht schriftlich
zum Beispiel multiplizieren. Und das ging mit dem Zahlzeichensystem der Babylonier schon. Da hatte man noch das Problem, dass die keine Null hatten und dann immer so ein bisschen mitdenken muss, wo hört eigentlich der Stellenwert auf, wo fängt der nächste an, aber da kann man schön was untereinander schreiben und so weiter. Und das ist mit diesem Zahlsystem doch eher blöd. So, hier sehen Sie auch einen der ältesten, so einen alten Fund. Auch die hatten Multiplikationstafeln. So, jetzt. Und auch da war das so, wie das jetzt auch noch immer ist, wenn man ihre Klausuren liest, kann kein Schwein entziffern. Ja. So, deswegen hier in zweifacher Transliteration. Links, so wie es auf der Tafel steht, daneben, was es eigentlich heißen soll. Also, dass da die erste Zeile dreimal ein Alpha ist. So, da brauchen wir aber schon ordentlich Fantasie. Das zweite, das erkenne ich ja noch als kleines Alpha unter Umständen. So. Okay, und dann sieht man, das ist eigentlich eine 1x1-Tafel, die da so jemand geschrieben hat, geübt zu schreiben, das 1x1 bis 20. Und praktisch gerechnet wurde aber am Abakus. Das hätte ich noch vorbereiten sollen, das wäre eigentlich schön für den Schluss gewesen, für die letzten 10 Minuten. Ich kann nur mal gucken, ich habe zumindest irgendwo ein Foto von diesem griechischen Abakus und habe das dann irgendwie nicht mehr hingekriegt, das da noch reinzunehmen. Ich schaue mal gerade. Bilder. Hier sehen Sie, das sind diese, nicht die ionischen, sondern diese akrophonischen Zeichen. Links 1, 10, 100, na rechts 1, 10, 100, 1000, 10.000. Rechts 5, 50 und so weiter. Jetzt gucken wir mal, also in der ersten Zeile liegen also 5, in der zweiten liegen 20, in der dritten liegen 300 und wenn da einer drüber liegt, liegt 5. Das heißt, man ist da immer mit alle Zahlen von, also Sie können ja immer maximal 9 in einer Zeile liegen haben und Sie kommen aber mit 5 Steinchen dann aus, ne, weil maximal 4 liegen und dann schieben Sie den so rüber. So, und jetzt, wenn Sie addieren, legen Sie einfach die zusätzlichen rein und schieben da rum. Was ich mir noch angucken wollte, was ich aber vorher nicht mehr geschafft habe, das konnte ich nämlich schon mal, ist mit so einem Abakus multiplizieren. Das geht nämlich auch relativ clever, aber das muss ich mir bis nächste Woche noch mal angucken, wie das genau funktioniert. Dann fangen wir das nächste Mal an, wie man am Abakus multiplizieren kann. Aber zumindest gesehen haben Sie ihn jetzt schon mal. Und jetzt haben Sie heute halt mal Viertelstunde früher Feierabend, weil ich zu faul war. weil ich es nicht mehr geschafft habe, die anderen Folien auch noch einzukopieren. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Aber wir machen einfach nächste Woche eine Viertelstunde länger. Okay, Wiedersehen.